Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elex. Wir sind immer noch mit dem guten Falk unterwegs und sammeln sein Zeug ein. Er ist auf der Suche nach Elektroschrott für irgendeinen Kollegen aus dem Hort. Wer genau, weiß er nicht mehr so genau, aber das finden wir noch raus. Eine Drüse, aha. Und ja, es wird ein bisschen fishy, aber wir schauen mal. Wir machen erstmal weiter und gucken mal, wo es uns hinführt. Am Ende muss die Ware ja übergeben werden. Und spätestens dann finden wir ja raus, wer es ist, ne? Spätestens dann wird sich zeigen, wer hier der ominöse Auftraggeber ist, der diesen ganzen Technikkram braucht. So, guten Tag, kleiner Beißer. Ich möchte dir bitte aus dem Himmel hinab in deine Fresse stoßen. Danke. Weiter geht's. Doch hier gerade noch so ein Beißer gesehen. Wo ist der denn hin? Ah, da. Ja. Entspannt bleiben, bitte. So, einmal rüber hier. Oh. Gibt's irgendwie auch nachher noch eine Verbesserung, dass mein Jetpack sich ein bisschen schneller auflädt? Das wäre noch irgendwie ganz geil. Das könnten wir noch gebrauchen. Dann könnte man den Angriff öfter machen, ne? So, wie ich es vermutet habe, scheint es sich, das sieht leider ein bisschen giftig aus. Ich glaube, da kommen wir nicht so ohne weiteres rein, wa? Ja, nee, ist gut, ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Oh, aber ich habe einen Gegner angelockt, interessant. Nee, egal, der scheint nicht mitzukommen. Der bleibt da bei seinem Haus. So, dann gehen wir mal rein in die Höhle. Ich sag euch, das ist die Höhle hier, ja, ja. Oh, ich sehe schon Blut. Oh. Ah, und nicht getroffen. Geilo, das habe ich auch drauf. Okay, egal. Das Ding sah nur gefährlich aus. Oh, jetzt kommen aber doch ein paar Gegner. Da, sie kommen doch noch. Sie haben sich umentschieden. Noch einer? Ah, lol. Ich treffe ihn halt einfach gar nicht. Guck mal, es ist unmöglich. Er ist in der Wand. Und kullert jetzt runter. Okay. Ja, ist ja gut. Die letzten Tage war so weihnachtsfeiermäßig ein bisschen unterwegs. Und ich glaube, mein Körper hat sich daran gewöhnt, zu viel zu essen. Hallo. Nein, 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 nicht verbunden. Na, oh, wunderbar. Eben gerade nochmal aufgehalten hier, ne? Wurde aber auch knapp, du. So, okay, weiter geht's. Wir sind nur auf der Suche. Es muss weiter sein. Also das ist es noch nicht. Geht's denn weiter hoch? Ist das ganz da oben? Lass mal eben auf der Map gucken. Das scheint da auf dem Berg oben zu sein. Wir müssen da schon irgendwie hoch, habe ich das Gefühl. Wir probieren mal einfach unser Glück, oder? Soll ich es mal mit dem Jetpack versuchen? Dann müssen wir vielleicht ein paar Pausen zwischendrin einlegen. Das könnte klappen. So, warte, einmal hier kurz hin. So. Ich versuch's mal. Das scheint nämlich oben zu sein. Aber sicher bin ich mir nicht, aber komm. Was haben wir denn zu verlieren, außer ein bisschen Zeit, ne? Komm. Und weiter. Hoppala. Okay, das passt. Dann versuchen wir gleich mal da lang zu kommen. Ah, da kommen wir auf jeden Fall safe hin. Da sollten wir wohl auch noch hinkommen. Aber lieber safe plane, als gleich den Absturz zu riskieren, ne? Wir haben ja nicht die stabilsten Beinchen. So, auf geht's. Siehst du? Oh! Okay, erstaunlich. Ja, ja, ist gut. Das hat nicht funktioniert. Ich versuche mal mehr da hinten in die Ecke reinzukommen. Vielleicht klappt das besser. Oder wir sind halt echt falsch, ne? Ja, wahrscheinlich müssen wir hier wieder durch. Guck mal. Wir probieren es jetzt trotzdem über unseren Weg. Ich will es jetzt trotzdem ausprobieren. Das geht schon. Vertraut mir. So weit, so gut. Dann müssen wir da hoch. Ja, ja, guck mal, das geht, Leute, das geht. Eben hier hin. Guck mal, da ist sogar ein Weg, ne? Da ist sogar ein Weg. Alles richtig gemacht. Wo ein Weg ist, da ist auch ein Ziel. Weise Worte. So, hier entlang. Das sieht gut aus. So, Hallöchen. Ja, ja, ganz entspannt bleiben, bitte. Wer will jetzt als erstes? Du? Okay. Und die machen wir so weg. Einmal
Ausweichrolle und dann von hinten. Von hinten, jawohl. Hohoho. Wunderbärchen, das hat doch geklappt. Das hat doch geklappt. Trollkraut. Und ein toter Beißer. Du. Okay. Dann, wir müssen weiter in diese Richtung. Das heißt, wir gehen mal mehr in Richtung Landesinnere. Da ist nur kein Weg mehr. Das ist ja kein Thema. Wir haben schon gelernt, Wege sind Schall und Rauch. Wenn man ein Jetpack hat, ne? Das hier sieht ein bisschen gefährlich aus, wie so ein Monsterlager. Das ist wie ein Monsterlager, bei dem wir schon mal waren. So, wir müssen da hoch offensichtlich, also los. Oh, knapp, aber hat geklappt. So, gleich haben wir es. Ist nicht mehr weit, gleich haben wir es. So, Achtung Jack, kurzes Jetpack auf und los. Ja, hier sind wir wohl richtig, ne? Müssen wir das Teil nur noch finden. Elex-Batterie. Zielsicher hingefunden. Aber wo wir schon mal hier oben sind, können wir ja nochmal gucken. Ist hier noch irgendwas? Das sieht ja dann doch irgendwie einen besonderen Ort aus. Aber hier scheint auch so nichts weiter zu sein. Da ist wahrscheinlich mal irgendwann ein Flugzeug abgestürzt oder so. Eins dieser Alpjets. Und die Batterie ist übergeblieben. Mutantenkraut. Das wäre jetzt wahrscheinlich der offiziell richtige Weg hier gewesen, den man hätte gehen sollen, wa? Und ich bin mir sicher, dass wir gleich da ankommen, wo alles begann. Na, vielleicht nicht ganz. Na egal, gut, so reichen. Hier, Falk, pass auf. Wegen deinem Zeug. Wegen der Elektroteile. Ja. Ich habe hier die Miniatur-Elex-Batterie. Dann kannst du die in deiner H0-Eisenbahn einsetzen, ne? Hier hast du eine Miniatur-Elex-Batterie. Eine herausragende Erfindung des neuen Zeitalters. Manch einer würde so einiges geben, um sich diese Energie einfach einzuverleiben. Ja, dann, ein Trank wäre mir jetzt lieber, ne? Dann runter damit. Ein Trank wäre mir lieber. In der Tat, ich bevorzuge Wasser. Ich habe persönlich keinerlei Interesse an Elex. Das höre ich nicht häufig. Wir Kleriker schwören auf die Reinheit. Ich habe es bloß einmal unwissentlich zu mir genommen. Ja, ja, mit deinen und Freunden, um ne? Um ehrlich zu sein, hat es mir nicht viel gegeben. So, so. Okay, du hast jetzt alles, was du wolltest. Du hast jetzt alle Elektroteile, die du wolltest. Ich stimme zu. Damit müssen wir uns auf den Weg machen, um sie abzugeben. Hier, das habe ich während der Reise gefunden. Du hast sicher eine sinnvolle Verwendung dafür. Sag, wenn du bereit bist, dann gebe ich dir die Koordinaten. Ich bin bereit, okay. Lass uns deinen Auftrag beenden. Erstmal, wie sieht's denn bei dir aus? Wie sieht's aus bei dir? Ich beginne jetzt, vieles klarer zu sehen. Er verehrt uns, Leute. Du bist ein sehr interessanter Mensch. Du verbirgst viele Geheimnisse. Das kann man dir ansehen. Ich denke, es wird für mich eine sehr lehrreiche Zeit an deiner Seite. Da bin ich mir sicher. Dann lass uns mal deine Aufgabe beenden, ne? Lass uns deinen Auftrag beenden. Ja. Gut. Hier sind die Koordinaten. Je früher ich an meinem Bestimmungsort bin, desto besser. Keine Sorge, ich will jetzt auch, ne? Random Access Memory. Ich will jetzt auch. Fantastisch. Ja. Ich will es auch nicht rumtrödeln, deswegen. Wir legen los. Düdelütz, da. Gefährten. Random Access Memory. Auf der Karte markieren. Wo müssen wir denn hin? Ah ja. Falks Bestimmungsort. Bunker des Dukes. Okay, was macht er denn hier? Das ist höchst verdächtig, sag ich mal. Aber ist okay. Schauen wir mal, was hier passiert. Da hat ihn doch irgendjemand benutzt, oder nicht? Quick safen und los geht's. Da sind sie doch, die beiden. Die Gelegenheit darf man nicht ziehen lassen. Sind wir jetzt hier richtig, Falk? Nach unten müssen wir. Okay, warte, wir müssen nach unten. Dann müssen wir ja wahrscheinlich hier runter. Dann geht's bestimmt. Ah, guck mal. Dann wurde er wahrscheinlich von dem, der hier bei der Bombe gefangen gehalten wurde, von dem wurde er wahrscheinlich manipuliert, um ihm die Sachen zu holen, die er braucht.
um diesen Big Bang zu bauen oder so. Irgend sowas in die Art muss ja sein. Ja, er war's. Guck mal. Oh, sieh mal an, wer da ist. Meister? Falk, was für eine freudige Überraschung. Meine Aufgaben sind erledigt. Ich bin zurück. Hervorragend. Das ist die beste Neuigkeit seit langem. Ich habe nicht an dir gezweifelt. Oder sagen wir besser an mir. Hier sind die Teile, die ich dir bringen sollte. Ich dachte, du bist im Auftrag eines Legats unterwegs. Das war ich doch. Oder nicht? Suche Daten. Was stimmt mit ihm nicht? Ist er nicht ein wunderbares Geschöpf? Er ist meine größte Erfindung. Die Krone der Schöpfung. Du hast ihn erschaffen? Lol. Natürlich. Er ist mein Meisterstück. Und heute wird er vollendet. Dank dir. Ach ja? Ich werde die Teile in ihn verbauen und ihn besser machen als je zuvor. Moment mal. Willst du damit sagen, er ist nur eine Maschine? Viel mehr als das. Er ist die größte Errungenschaft seit der Errichtung des ersten Konverters. Ich danke dir, dass du ihn zurückgebracht hast. Offenbar hat er dich als seinen Waffengefährten erwählt. Sehr interessant. So wie es aussieht, ist er bei dir in guten Händen. Er hat sich bei dir erstaunlich entwickelt und er wird täglich besser. Und deshalb wirst du ihn wieder mitnehmen. Er wird deine größte Waffe sein. Warte hier, bis ich mit meinen Arbeiten fertig bin. Alter, hätte man drauf kommen können, als man die Elektroteile gesammelt hat, ne? Den Arm und so. Initialisiere. Was jetzt? Jetzt werdet ihr eine neue Evolutionsstufe einleiten. Pass gut auf ihn auf. Aber ohne Spaß, ich habe da nicht mit gerechnet jetzt. Also jetzt mal echt mal ernsthaft. An all diejenigen, die das Spiel noch nicht gedaddelt. Ich habe es sogar schon mal durchgedaddelt, aber ich habe offensichtlich Falks Begleiter-Quest nicht gemacht. Oder es komplett vergessen. Aber mir ist das nicht aufgefallen. Und dabei hätte man während der Mission für ihn ja auch schon drauf kommen können. Ne? Also so ist es ja nicht übel. Also ich rede jetzt über nicht mehr drüber. So. Neue Erkenntnisse. Kaya wartet noch. Böses Mädchen. Nasty ist eine Vollkatastrophe, sowohl menschlich als auch disziplinarisch. Aber sie ist eine extrem starke Kämpferin. Fast unverzichtbar für meine kleine Mission. Okay. Nasty. Wollen wir mal eben Nasty organisieren? Die ist, glaube ich, ganz lustig drauf. Ja, witzig. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Kommen wir da so hoch? Wahrscheinlich eher nicht. Wir gehen lieber den normalen... Ich kann es mal versuchen, aber das wird nicht klappen. Wir gehen den normalen Weg. Irgendwo war hier eine Treppe. Nasty, das böse Mädchen. Vielleicht muss ich da aber auch erst noch Quests hier im Hort machen, bevor wir Nasty kriegen können. Aber wir gucken mal. Ich schnack mal mit ihr. Tja, Falk ist ja ein Roboter. Alter. Boah, ist das dunkel hier drinne. Hier lang, hier lang, hier lang. So. Hier liegt noch was rum. Ah, man hätte es nehmen können. Wo ist denn der Lagermeister? Ist gar nicht da. Ich sehe ihn zumindest. Ah doch, da steht er rum. Lassen wir lieber. Lassen wir das lieber. Wir wollen hier keinen Stress schieben, ne? So, gehen wir erstmal zu Nasty. Der hat bestimmt eine kleine Aufgabe vor uns. Oder will er mit irgendjemand, also mit uns wahrscheinlich wieder irgendwelche Monster verkloppen. Das ist ja so das Einzige, was sie macht. Aufs Maul geben. Ey, wo kommst du denn her? Du bist auch andersrum gelaufen. Ja, er hat sich gedacht, nee, komm. Ich nehme den anderen Weg. Den landschaftlich schöneren Weg. Moin. Wo ist denn die gute Nasty? Da vorne sitzt sie. Dum, 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 dum. So, mal gucken, ne? So, Nasty, wie sieht's denn aus? Okay, Freundchen. Es wird Zeit für einen richtigen Job. Bist du bereit? Ja, sicher. Ich bin bereit. Worum geht das denn? Ich bin bereit. Worum geht's? Das zeige ich dir, wenn wir da sind. Was ist mit deinen Jungs? Die bleiben hier. Die Sache werden wir allein erledigen. Komm mit. Na gut, dann machen wir das mal gemeinsam, alleinsam. Oha. Was ist er denn? Ja, sieht ein bisschen dick aus, sag ich mal jetzt, ne? Da ist er. El Colossaro. Der Schrecken aller unserer Läufer. Jeder, der die Umlande unserer Stadt sichern sollte, hat schon mit ihm zu tun gehabt. Und offenbar immer verloren. Ja, meistens sind unsere Jungs vor diesem Urvieh geflohen. Was ihn so gefährlich macht, ist nicht seine Stärke, sondern eher seine Cleverness im Kampf. Also pass auf und rechne mit allem bei ihm. Du willst da jetzt runter?
Wir beide werden das tun. Und merke dir, wenn du kneifst, komme ich aus der Hölle wieder zurück, um dich zu kriegen. Ha! Beweg deinen Arsch! Ah, geht los, warte. So, warte, erstmal die Reißer. Jetzt weg. Oh, oh. Ui, ui, ui. Den Burger. Iss mal den Burger. Hau dir mal so einen Burger rein. Los! Oh, hab ich schon. Das scheint mich nicht zu heilen, der Burger. Okay, 7. 7. Okay, ich glaube, der ist diesem Arsch. So. Jemine. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, wir sind vielleicht echt noch ein bisschen. Oder auch nicht. Ich weiß noch nicht, ob Nasty das überlebt, aber ich glaube, die können nicht sterben, ne? Hatten wir ja schon mal drüber geredet. Die ist nur bewusstlos. Nice. Ich habe nicht gekniffen, Nasty. Wach mal wieder auf jetzt. Also, Burger scheinen mich nicht zu heilen, oder? Oh, meine Knochen. Jetzt wird sie doch wieder wach. So. Bist du zufrieden? Das war ja ein Kinderspiel. Das nächste Mal will ich gefälligst einen würdigen Gegner. Ach ja? Ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit unseren Läufern sprechen. Machen sich in die Hose vor diesem altersschwachen Reptil. Das war... Alles okay? Alles okay. Ja, ja. Gut. Das war ziemlich... Ja, das war ziemlich leichtsinnig. Das war ziemlich leichtsinnig. Ach komm schon. So ein bisschen Spaß. Das Vieh hätte dich genauso gut töten können. Tja. Aber hat es nicht. Also hör auf, mir Vorschriften zu machen, klar? Kommt da noch mehr von dieser Art Aktion? Ich will endlich eine richtige Herausforderung. Nicht diese Opfer. Jemand wie dich, das könnte ich echt gut gebrauchen. Jemanden wie dich könnte ich gut gebrauchen. Du willst, dass ich für dich arbeite? Ernsthaft? Okay, ich mach dir einen Vorschlag. Du besorgst mir erstmal einen Job mit einer würdigen Herausforderung. Ich kämpfe gegen die Elixituren. Ist das Herausforderung genug? Das machen ja sogar die Kleriker. Trotzdem würde ich nicht auf die Idee kommen, mich diesen Fanatikern ohne ein größeres Ziel anzuschließen. Komm wieder, wenn du einen konkreten Schlachtplan vorweisen kannst. Dann sprechen wir vielleicht noch einmal darüber. Okay, der Judikator Ulbricht plant in Ignadon eine große Offensive gegen die Alps. Der Judikator Ulbricht plant in Ignadon eine Großoffensive gegen die Alps. Ach ja? Und wann kommt der Teil, der mich interessiert? Er sucht einen Feldherrn, der einen Teil seiner Armee dabei anführen soll. Kennst du jemanden, der eine Kampftruppe anführen kann und sich für den Job freiwillig melden würde? Ach, soll Ignadon brennen, dann hätten wir endlich erreicht, was wir wollen. Okay, vergessen wir das. Hey, warte mal. Was genau hat dieser Mistkerl denn vor? Er will den Konverter in Ignadon angreifen. Soviel ich weiß, ist das Ding besonders gut bewacht. Bis unter die Decke vollgestopft mit Kampftruppen und Maschinen der Alps. Hab ich auch gehört. Sind die Jungs da drüben echt schon so verzweifelt, dass sie einem Outlaw ihre Kampfmaschinen anvertrauen würden? Sieht ganz so aus. Sieht ganz so aus. Wahnsinnige! Das gibt eine Materialschlacht! Ich bin dabei! Du? Halt die Fresse, du Penner! Wer glaubst du, hat die Jungs hier angeführt, als wir uns diesen Stützpunkt hier unter den Nagel gerissen haben? Der Duke? Ha, nein, mein Junge! Ohne mich würde er immer noch in dem Loch verrotten, in dem wir früher gelebt haben. Da gibt's jetzt eigentlich nur noch einen Haken. Hört sich so an, als hätte meine Suche Erfolg. Nee, machen wir. Hört sich so an, als hätte meine Suche Erfolg. Ja, ja. Ich kenne die Kleriker. Mir ist schon klar, dass sie keine Elex-verseuchte Schlampe an ihre Maschinen lassen würden. Ich verkaufe den Mist, den wir hier produzieren, aber ich nehme ihn nicht. In Ordnung. Ich werde sehen, was ich tun kann. Und deinen Arsch will ich in meiner Truppe sehen, dass das schon mal klar ist. Ich mache mich sofort auf den Weg zum Hort. Also, lass mich nicht warten, das würde dir nicht bekommen.
Keine Sorge, habe ich nicht vor. Das kann nur interessant werden. Also gut, sie ist ein bisschen extrem, aber vielleicht ist sie ja wirklich genau die Richtige für den Job, ne? Das kann ja durchaus sein. Meine Lieben, der Hahn, er hat gekräht und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle mal wieder so einen ganz kleinen, muggeligen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unterm Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.